wage mich in das Netherportal. Oh mein Gott. Ah, yeah! Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der, glaube ich, jetzt 10. Folge Minecraft Last Team Standing. Ich join auf den Server und wer ist da? Niemand. Es ist nämlich niemand auf dem Server. Perfekt. Und zwar, Leute, es ist jetzt einige Zeit. Warum ist mein Feld kaputt? Ich habe das hier angepflanzt. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und deshalb möchte ich jetzt auch demnächst umziehen. Denn, es ist schön, wenn mit hier auch andere Leute sind. Aber ich möchte einfach, generell, dass die Leute, die dann hier etwas abbauen oder so, das einfach wieder so hinbauen, wie es war. Haben wir hier Seeds drin? Ja, eine Hoe, Leute. So, zack. Zug. Denn ich habe ja eh sowieso immer Essensprobleme. Und da ist das schon ganz wichtig, dass man das alles wieder so zurück tut, wie es vorhin war. So. Und zwar, ich habe ja hier ein Schärfe 2 Schwert, ne? Ich kannte mich damals, also vor ein paar Tagen, wo ich das aufgenommen habe, null mit Verzauberungen aus. Moment, habe ich hier noch ein Schärfebuch? Okay, ein Schärfebuch und noch ein Schärfebuch habe ich, oder? Nein. Hätte ich nämlich noch ein Schärfebuch, dann müsste ich das erst auf Schärfe 2 verzaubern, damit ich Schärfe 3 habe. Und ich, Idiot, habe das einfach nicht gecheckt, so. Stärke. Gut, dann können wir da jetzt wenigstens schon mal Dingsbums machen. Und zwar hier Stärke. Stärke 2. Und dann haben wir hier Stärke oben. Das bedeutet zack. Jetzt haben wir hier Stärke 2 und Stärke 2. Ja, dann hätten wir Stärke 3. Aber das kostet eben noch 5 Level. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen raus und ein paar Monsters jagen. Und Essen brauchen wir sowieso, dann ist das schon ganz okay. Ich höre hier Schweine, hat da jemand eine Farm angelegt? Kann das sein? Nein. Warte mal. Hallo, du. Egal, komm, ich nehme jetzt einfach alle Hühner uns weg. Hier, ich hab mir nämlich gedacht, ja, bla bla, lass uns hier hinziehen. Weil es ist einfach auch nicht weit vom Spawn entfernt und die Stadt hier, glaube ich, wäre ganz gut aufgehoben. Und ich glaube, dass der liebe Goldblock TV, also der Lukas von Goldblock TV, von... Oh, die machen noch immer Schaden. Ist richtig doof. Die sollten das jetzt echt mal machen, dass die Schaden machen, weil, ja, finde ich ein bisschen doof, wenn die keinen Schaden machen. Meine Meinung. So. Ein Level, wir brauchen 5 Level. Ja, 5 Level brauchen wir. Das bedeutet so. Zack. Und fast 2 Level. Das schon mal gut. Gut, komm her. Da bist du ein Opfer. Jawohl, Pfeile. Pfeile kann man immer brauchen. Pfeile? Ah, jetzt haben wir 14 Pfeile wieder. Ja, also Leute, PvP ist jetzt auf jeden Fall an. Tut mir echt leid, dass das nicht an war zu dem Zeitpunkt, wo ich den lieben René umklatschen wollte von Heavy Play MC, glaube ich. Außerdem ist jetzt ein neuer in unserer Stadt und zwar der Schnorrus LP. Ja, ich werde versuchen auch mal mit dem aufzunehmen. Ich glaube, er weiß noch gar nicht, wo unsere Stadt ist. Ich weiß es nämlich nicht genau, wie viele Folgen er jetzt vielleicht schon im Voraus aufgenommen hat. Aber wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hier seht, ist er eh dann schon in unserer schönen Stadt. Heute möchte ich mich eigentlich ein bisschen um den Hausbau kümmern. Und, ja, kack, jetzt habe ich mir schon wieder keinen Timer gestellt. Also überziehen möchte ich auf jeden Fall nicht. Überziehen möchte ich ganz und gar nicht. Ich nehme heute wieder eben 2 Folgen auf, weil man ja pro Tag 2 Folgen aufnehmen darf. So, wir haben jetzt Level 5. Das bedeutet, wir killen uns die Zombies, die noch in den Weg laufen. Aber sonst suchen wir nicht mehr. Ja, komm, den da oben können wir uns auch noch holen. Ja, den da von mir auch noch. Komm her! So,
Perfekt. Das holen wir uns auch noch. Zack. 6 Level. Das dann schon mal gut, würde ich auch mal sagen. Das ist schon gut hier. Gut. Dann kann ich hier das hier abpflanzen. Ja, ja. Und einfach wieder danach schön anpflanzen. Ja, ich mache das nämlich. Ich pflanze dann immer wieder alles schön an. So. Wo sind die Seeds? Schmeißen wir das hier mal weg und die Seeds sammle ich jetzt aus. Zack. Wo sind die Seeds? Ach, hier. Ich dachte mir gerade so, was? Wo sind denn die Seeds? Aber nee, die sind schon hier. Die sind schon hier. Zack, 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 zack. Gut, alles ist wieder schön angepflanzt hier. Komm. Kann ich hier auch noch eins hinklatschen? Und weil ich so nett bin, hier auch noch eins hin. Gut. So, wie machen wir das denn hier? Da ist ja hier gar kein Eingang zur Stadt. Das ist ein bisschen doof, ne? Da muss man immer so über die Ecken gehen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe die Folgen nämlich der Leute noch gar nicht gesehen. Und das ist noch immer drin, ne? Also ich werde auf jeden Fall ihn noch anschreiben, also den Owner, den Monsieur Labersack. Und ich werde ihm auf jeden Fall sagen, dass mich das ein bisschen nervt, dass man hier nichts aufmachen kann. Aber hier drin werden wir umziehen. Ich bin ein Höhlenmensch, deshalb möchte ich auch gerne in eine Höhle ziehen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Wenn ihr zu mir hier so herkommt, ja, ich habe da nichts dagegen, ne? So, zack. Zack, perfekt. 5 Level, ich bin ein bisschen heiser. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm so. Jawohl, Stärke 3 Bogen. Jawohl, Haltbarkeit bräuchten wir jetzt noch. Habe ich noch ein Buch? Habe ich noch ein Buch? Nee, dann mache ich mir schnell ein Buch. Und zwar, zack, zarab, zack. Auf Level 1 verzaubern, Schärfe, komm schon, Stärke. Gut, Stärke. Also ich glaube, bald haben wir dann auch schon einen Stärke 5 Bogen. Schutz ist auch super. Schärfe und Effizienz, ne? Effizienz und Effizienz 2. Wir könnten sogar Effizienz 3 machen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel das kostet. Oh. Das kostet wie viel? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. 6 Level. Und hier? Auch 6 Level. Okay, gut. Dann zack, zack, hier rein. Zack, zack, zack. Ups, das habe ich jetzt mit abgebaut. Nein, es tut mir so leid. So. Nee, so. Perfekt. Perfekt, perfekt. Genau. Wir wollten ja eigentlich noch, in das Nether, also das Nether-Portal machen, denn ich wollte ja eigentlich ja in den Nether gehen, deswegen werde ich jetzt erstmal hier gucken, wie viel ich da jetzt noch brauche. Also, das hier baue ich erstmal ab. Och, das dauert immer ewig mit dem Nähteil, das ist so schlimm. Aber mit dem Obsidian. So, das kommt hier oben hin. Und dann kommt eigentlich nur noch hier eines hin. Und dann ist das Nether-Portal fertig. Dann hole ich mal so 2 Stück, würde ich sagen. 2 Stück ist okay. So, erstmal darunter. Yeah, es macht so viel Spaß, die ganze Zeit die Maus zu bewegen. Yeah! Wieso sind da die Fackeln weg? Wieso? Wieso? Ich hab doch gar nichts getan. Und jetzt sind einfach so die Fackeln weg. Mein Leben. So. Ja, Leute. Ich habe jetzt eigentlich kein spezielles Thema vorbereitet. Außer, dass ich, vielleicht nehme ich die nächste Folge noch alleine auf. Oder vielleicht nehme ich die nächste Folge auch mit dem Monsieur Goldblock auf. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. So. Jetzt müssten wir dann eigentlich ja gleich hier sein. Okay, ich muss es mir merken hier. Ich muss es mir merken. So, hier runter. Das Redstone, das bauen wir ab, damit wir Erfahrung bekommen. Das geht ja eigentlich hier sehr, sehr schnell. Leute. So, zurück. Finden wir noch zurück? Finden wir noch zu. Ah. Warte mal. Ich höre hier ja schon die Lava, ne? Es geht jetzt einfach. Okay, gut, da ist sie.
Da ist sie auch schon. Das Obsidian-Monster. So, zack. Gut, holen wir uns noch ein, zwei. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in den Nether und können dann dort ein bisschen Erfahrung sammeln. Das kann man im Nether ja ganz gut. Ja. Doch, das werden wir auf jeden Fall machen. Und zwei, ja, kommen. Alle guten Dinge sind drei, deswegen nehme ich drei mit. Komm schon, komm schon. Das ist jetzt wieder so eine chillige Folge. Ich möchte auch ein bisschen mehr PvP-Action haben, aber es gab einen Aufnahmetermin jetzt vor kurzer Zeit, wo es PvP-Action geben sollte. Da habe ich aber nicht aufgenommen, weil ich hatte einfach noch so viele Folgen, die ich im Voraus aufgenommen hatte. Und die wollte ich alle erstmal hochladen. Wenn ihr die Folge hier seht, also es ist so, ich drehe jetzt die zwei Folgen hier. Und danach drehe ich gar nichts mehr. Also dann warte ich wirklich, bis alle Folgen hochgeladen sind, außer eine, damit ich immer eine im Voraus produzieren kann. Und dann kann ich nämlich auch besser auf eure Kommentare eingehen. Genau, ihr habt mir noch geschrieben, meine Farm braucht mehr Licht. Genau, genau, und das habt ihr mir geschrieben. Und da bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar, denn ich selber wusste das nicht. Danke, danke, danke dafür. Hier geht's hoch, genau. Zack. So, gut. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt haben wir ein Nether-Portal, Leute. Wir haben ein Nether-Portal. Das freut mich sehr. Auf jeden Fall, ich habe mir irgendwie überlegt, ja, schon in so einen Berg rein, so eine Höhle. Aber nicht irgendwie so eine Klassik-Höhle, sondern so eine richtig luxuriöse Protzen-Höhle, ja. Da, wo dann die Leute denken, so, ja, eine Höhle. Und dann gehen sie rein und dann, wow. Kennt ihr das bei Harry Potter? Da gab es auch mal so einen Teil. Und dann sind die dann in so ein Zelt gegangen und dann auf einmal war das riesig groß. Und von außen sah das mega klein aus. Ja, das fand ich voll geil. Und Moment, und wenn ich das jetzt... Wo ist mein Feuerzeug? Ach, hier. Ja, ich habe ein Nether-Portal. Nein, mein Cobblestone ist weg. Nein, ach, die heißen jetzt Bruchsteine? Was? Hießen die schon immer so? Die hießen doch Pflastersteine, oder? Das ist ja ein Scheißname, Bruchsteine. Ja, 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 Leute. Ja, ja, ja. So, auf jeden Fall, die 18 Eisen lasse ich jetzt einfach mal hier und ich gehe jetzt rein. Soll ich einfach wirklich so reingehen? Ich habe Angst. Nee, ich brate mir auf jeden Fall vorher noch schnell das Fleisch hier. Zack, mal gucken, ob hier irgendwo Essen von mir drin ist. Nein. Was brauchen wir denn jetzt nicht? Ja, natürlich das ganze Cobblestone hier. Dann können wir hier noch das verrottete Fleisch reintun und das hier und die Pfeile auf jeden Fall und den Bogen auf jeden Fall. Das Schwert nehme ich mit. Genau. Genau, genau. So, zack, gebratenes Fleisch. Perfekt. Ich wage mich in das Nether-Portal. Oh mein Gott. Hä? Hier wurde schon gebaut. Was? Hä? Hallo? Ja, hallo. Mein kleiner Fuffi, 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 Fuffi. Ja, Fuffi, Fuffi, Fuffi. Ja, Waffa, Fuffi. Waffa, Waffa, Fuffi. Ja, das ist ein echt ein süßer kleiner Fratz. Ich habe Angst da. Oh, geil. Richtig gleich bei einer Nether-Festung. Alter, wie geil ist das denn? Das ist richtig cool. Ich gehe hier mal hoch. Oh, hier sind Kisten. Wenn da ein Sattel ist, holen wir uns ein Pferd. Nee, die sind schon gelootet. Nein. Ich wollte einen Sattel haben. Ja, Alter, wirklich. Leute, da war schon jemand. Ist da jemand doch unter Portal gegangen? Da muss ich mir sofort die Folgen der anderen anschauen. Denn ich wollte so gerne einen Sattel haben. Schau. Oh nee, nur eine goldene Pferderüstung. Och, schade. Ich dachte jetzt, das wäre ein Sattel. Ein Goldschwert nehme ich mir auch mit. Ich nehme mir alles mit. Das soll keiner von der anderen Stadt Zeit haben, sich da was zu looten. Alter. Oh, Alter, schau mal, wie geil das aussieht. Oh, geil. Ich hab voll... Das sieht ja richtig cool aus jetzt.
Das war cool, oder? Yeah, 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 yeah. Genau, das hier. Das hier müssen wir abbauen. Dann bekommen wir Erfahrung. Ich habe aber jetzt ein bisschen Angst. Da vorne ist ein Schaf. Mathilde, komm her! Ja, aber in der Festung hier, wir haben eine Pferderüstung, aber wir brauchen ja auch noch einen Sattel. Ohne Sattel, kein Pferd. Ohne Pferd, nichts zum Reiten. Oh, ich habe hier Angst, Alter, kann ich richtig runterfahren? Oh, ich habe hier richtig Angst, ich muss hier echt ein bisschen aufpassen. Meine Diamantspitzhacke ist auch bald kaputt, aber ich kann sie ja eigentlich reparieren. Oh, so, jetzt gucke ich mal, ob hier vielleicht irgendwo noch Kisten sind. Aber es sieht nicht so danach aus. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Moment, Leute, ich guck mal ganz kurz nach. Wir sind jetzt gerade bei 18 Minuten. Ich muss aufhören, Leute. Also, Leute, wir loggen uns jetzt hier im Nether aus. Zerrapp, zapp. Ausgeloggt. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ja, Leute, wie gesagt, wie geht's in der nächsten Folge weiter? Ich weiß nicht, finden wir noch einen Sattel? Würde mich sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt mir immer gerne Tipps und so Sachen in die Kommentare schreiben, weil ich zocke jetzt eigentlich meistens nur PvP, nicht so Vanilla-Zeugs. Aber ja, Leute, Tipps in die Kommentare, was ich noch sonst noch so machen kann. Ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.